Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Grim Dawn Forgotten Gods. Alter, der Typ macht mir langsam Angst. Ich habe jetzt nicht mal gehört, was er gesagt hat wegen dem Applaus, aber verdammt! Hi. Genau, ein paar Drachen kommen auch noch hinterher. Ist ja nicht so, dass es hier schon ein bisschen härter gerade zugeht. So. Halleluja. Ah, ein bisschen Gift hier, kein Problem. Ich frage mich wirklich, ne? Sind wir Astralebene? Ich weiß nicht. Grab des Ketzers. Verschollene Oase. Das ist ja auch noch da. Das kann doch nicht der letzte Kampf hier gerade sein, oder? Nein, bestimmt nicht. Weil das erinnert mich halt so, ne? So an den letzten Kampf. Auch wenn es gerade echt komisch klingt, so an den letzten Kampf. Boah. So, wollen wir doch mal hier ein bisschen heilen? Oh, ey, wenn ich hier eine Truhe öffne, mein Freund, ne, dann hast du mit deinem Maul irgendwo anders hin zu picken. Unfassbar doch. Aber jetzt, wo das so viel Spaß macht, so hat man das Ende schon wieder in Sicht. Das ist immer, ne, wenn man gerade voll Bock drauf hat. Ist man schon so Richtung Ende. Das hatte ich auch mit der Vanilla-Version von Grim Dawn. Und ich habe Angst, dass es jetzt echt gleich zu Ende ist. Ja, oh, da ist schon wieder. Ach, erster Abstieg. Huh. Ich dachte schon, da ist schon. Ach so, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier entlang. Mal gucken, was es hier oben noch so gibt. Ah, noch mehr Gegner. Yeah! Und eine Truhe. Wow. Also die Truhen hätten schon ein bisschen besser bestückt sein können, oder? So. Machen jetzt hier nochmal einen Rift. Thron der Drei. Oh Mann, oh. Manifestation vom Korvac der übernatürlichen Sonne. Oh. Mann, der Typ eben war schon scheiße. Und der wird bestimmt noch schwieriger sein. Verschlossen von einer mächtigen Präsenz. Wahrscheinlich erst zu öffnen, wenn Korvac tot ist. Ja, das freut einen immer so, ne? Oh, aber viele, viele Truhen. Wenn das jetzt hier im gleichen Abstand weitergeht, ne? Dann Halleluja. Natürlich ist er auch noch in der Mitte des Raumes. Ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich ehrlich gestehen. Ah, wollen wir es machen? Puh. Seid ihr bereit? Gut, wenigstens ihr. Okay. Oh ja. Moin! Oh, oha! Was ist das denn? Hey, Kumpel, kann ich dir helfen? Okay. Wie wär's du und ich, Kumpels? Für immer? Das klingt wie ein Endkampf, verdammt. Okay, der ist langsam. Oh, hat eine Flächen-AOE, okay. Oh, okay. So, die Maus soll jetzt hier sich nicht abmelden, ne? Nicht jetzt. Coole Fähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Wir heilen uns mal. So, dann laufen wir noch mal kurz. Au.
Wieder irgendwelche Meteoriten? Also der hat geile Fähigkeiten auf jeden Fall. Oh, oh, weg hier. Also bis jetzt ist es entspannt, aber... Okay, er rastet aus. Jetzt rastet er aus. Okay. Oh, jetzt spielt er auch mit Gift. Okay. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Ach, wie schön. Ja, warum nicht? Ja, nee, ist klar. Really? Alter, nicht sein Ernst. Ich kann hier nicht weg. Mama! Hi, na du? Von was werden die gerufen? Von ihm oder von dem Ding hier? Wow. Boah. Also, Halleluja. Das nenne ich mal wirklich einen heftigen Kampf hier haben, ne? Ah, von dem Ding hier. Ah. Verstehe. Von den schwarzen Löchern so gesehen. Was macht er jetzt? Okay, jetzt muss ich echt heilen. Boah. Halleluja, also nicht schlecht, alter Schwede. Yes. Ai, ai, ai.
Ei, also, Respekto. Boah. Also wenn das weitergeht, ich konzentriere mich, glaube ich, zu sehr auf die Kleinen. So. Wow, 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 wow! Shit, falsche Fähigkeit. Ich dachte, die wäre schon frei. Hey. So, ich würde mal sagen, wir müssen mal ein bisschen auf ihn wieder drauf gehen. Oh oh, was passiert jetzt? Alter, was passiert denn da mit ihm? Au! Okay, jetzt weiß ich, warum er die Sonne genannt wird. Ah. Mama! Das ist doch nicht dein Ernst. Alter, ouch. Du tust weh, weißt du das? Lauf, lauf! Gott verdammt nochmal, lauf! Boah. Hi! Alter, wie kann ich das denn hier stoppen? Bin ja nur am Weglaufen. Boah! Boah! Jetzt muss ich laufen. Ich bin bald hinüber, ne? Hallo, lauf, lauf, lauf! Nicht stehen bleiben! Ganz ehrlich, mir fällt gerade keine Strategie ein. Kann ich die irgendwie angreifen? Nee, ne? Irgendwie weg von denen bleiben. Ich hoffe, er kommt jetzt. Au! Au! Boah! Er müsste gleich kommen nach den Meteoriten. Wo sind die? Da ist er. Und da sind die Meteoriten. 1, 2, 3. Ach, viel zu früh. Boah.
Alter Schwede. Oh, das war jetzt wirklich sehr, sehr knapp. Das war wirklich knapp. Boah. Also, ich denke wirklich, das ist so der letzte Kampf von Forgotten Gods. Ansonsten will ich nicht herausfinden, wie der letzte Kampf ist, wenn das hier nicht der letzte ist, ey. Halleluja. Jetzt muss ich wieder laufen, 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 laufen. Er kommt jetzt zu mir. Zu langsam auf die 4 gedrückt. Alter Schwede. Boah. Makavidi, ey. Ey, das nenne ich doch mal einen heftigen Kampf. Definitiv. Da war der andere Boss hier von der Vanilla-Version ein Klacks gegen. Wie soll ich ihnen denn Schaden zufügen? Also, das sind dann ja wirklich nur ein Treffer und sofort weglaufen. Ja, zwei. Mit Glück. Hi. Boah. Oh 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 oh. Not be lost to the void. Wo bist du? Da bist du. Hi. Nee. Jetzt war ich zu übermütig. Eben konnte ich ihn gut tanken. Ja, tanken ist... ein paar Mal hintereinander Schaden zuzufügen. Ah, jetzt war ich... Ah! Alter Schwede, ey. Verdammt! Hat einer von euch das beim allerersten Mal direkt geschafft? Schreibt in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und wenn ja, wie? Boah, ey. Halleluja, wirklich. Was ein Gegner. Wir stehen jetzt mal hier. Er kommt. Ach, verdammt, zu früh. Hunderttausender da noch. Wow, 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 weg, weg, weg. Nicht gegen die Säule laufen, nicht gegen die Säule. So, jetzt aber. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich hab zu... Ah, ich hab zu spät gesehen. Ich hab ja noch Cooldown auf die ganzen Heilungsdinger hier. Boah. So, jetzt aber. Die ganzen...
So, er ist gleich down. Leider nicht mit dem ersten Versuch, viel gehofft. Aber gleich ist es. Hallo? Gleich nachdem er sein Maschinengewehr macht, genau das, greifen wir wieder an. Oh, lauf, 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 lauf. Gott. Ja, zu früh den Trank benutzt. Bam! Boah! Alter! Alter Schwede, ey. Wir haben irgendwo, glaube ich, was zum Lesen bekommen, oder? Irgendwo. Hä? Ich dachte, wir hätten was. Aber ich sehe hier nirgendwo was. Das ist jetzt merkwürdig. Oder war das ein Questgegenstand? Davon sehe ich aber hier auch nirgends was. Mysteriös. Hier? Ach. Da ist es. Okay. So, meine Lieben. Ihr kennt es. Pausieren. Hier nochmal pausieren. Hier pausieren. Hier pausieren. Und hier. Boah, jetzt gucken wir aber mal. Jetzt können wir die wunderschönen Truhen öffnen. Ah, ein Zepter nehmen wir einfach mal mit. Was haben wir hier denn? Mächtiger, runengeschmierter Brustschutz. Schade. Ah, so gar nicht für uns. Das ist doch bestimmt der Endgegner hier von Dings gewesen, ey. Definitiv. Halleluja, ey, was ein Kampf. Entschuldigung. Okay, und hier mal eben vergleichen. Okay, weg. Also bis jetzt gar nichts so, so Gutes, finde ich. Hier haben wir nochmal ein episches Teil. Ding, 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 ding. Hier nehmen wir mal eben alles. Panzerhandschuhe, die sind... Nein. Zepter und epischer Gürtel. Für Level 60. Okay. Eine Blendgranate. Wenn du getroffen wirst, blendendes Licht verwirrt die Feinde vorübergehend und hindert sie daran, sich zu verteidigen. Zeichen des Scharfschützen sogar. Durchschlagsschaden. Kritischer Schaden. Ah, und plus eine auf Fähigkeiten für Sprengmeister. No. Ja, bring nur die Verwirrung irgendwie, okay. Ätherwiderstand und Lebenskraftwiderstand. Klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut. Aber so. I don't know. I don't know. Ist halt null für uns, ne? So von den Fähigkeiten her. Die Fähigkeit Blendgranate überzeugt mich jetzt auch nicht so wirklich. Das war's, keine Kiste mehr. Nee. Das war's leider. Drei Kisten. Schade. Ja,
Dann sind wir hier fertig. Ich guck mal eben ganz schnell. Gut. Halleluja, ey. Oh, echt. Das war Halleluja. So. Kehre zum Konklave der drei zurück. Das machen wir mal eben. Jetzt bin ich mal gespannt. Geht's jetzt noch weiter? Oder ist es das Ende vom DLC? Der Abgesandte? Die anderen zeigen das nicht an. Ist es wirklich das Ende vom DLC? Ich muss sagen... ach da! Jetzt war ich kurz, hatte ich verwirrt. Hier ist noch eine Quest. Welcome back, my friend. Habt ihr etwas Neues für mich? Ja, ich glaube schon, du wirst jetzt aber wirklich in meiner Schuld stehen. Bereit, um noch einen Handel abzuschließen? Okay, was bekomme ich denn? Seelenwebergürtel. Okay. Okay. Okay, die vergleichen wir jetzt mal richtig. Jo, ich werde vorbereitet sein. Nochmal? Da bist du ja gerade rechtzeitig. Ich habe dich immer für jemanden gehalten, der mir einen Gefallen schuldig sein möchte, aber einen Gott besiegen, zugegeben. Einen ausgehungerten, gefolterten Gott, aber immerhin ein Gott. Ich glaube, wir beide haben einiges zu besprechen, zum Beispiel Schulden. Ach, verdammt. Wie kann ich meine Schuld begleichen? Ja, das ist doch ganz einfach. Ich habe von einem legendären Relikt in dieser Region gehört, das man die Iris der ewigen Nacht nennt. Ich kann dir nicht sagen, was es tut, aber wenn etwas in diesen alten Schriften so oft erwähnt wird, lass mich das aufhorchen. Sein derzeitiger Ort ist zwar kein Geheimnis, aber die Mittel, es zu betreten, sind nicht so offensichtlich. Ich weiß, dass es im Grab des Ketzers befindet, weit im Norden, hinter dem Tal der Auserwählten. Das korvanische Volk hat es jedoch vor hunderten Jahrhunderten sicher verwahrt und sie hat es bestimmt eine gute... Und sie hatten bestimmt gute Gründe. Nur mit Morgins Siegel ist der zweite Weg möglich. Ah, der Text dazu ist äußerst kryptisch. Das hier habe ich gefunden. Damit Morgins Finsternis niemals das Licht der übernatürlichen Sonne erblickt, wurde der weitere Weg durch die verschlingende Wüste verzerrt. Ein Haufen poetischer Unsinn, wenn du mich fragst. Nun ja, das ist alles, was ich für dich tun kann. Den Rest überlasse ich dir. Oh, und nimm diesen Skelettschlüssel mit. Ich habe das Gefühl, du wirst ihn brauchen, wenn du diesen Morginet-Typ finden willst. Danke. So, aber jetzt, bevor wir jetzt hier weiter gucken, da bin ich jetzt mal gespannt. Physischer Schaden ist ein bisschen niedriger, leider. Schade. Wirklich schade. Durchschlagswiderstand ist vorhanden. Ätherwiderstand ist vorhanden und Schlagfrequenz wird verstärkt. Und wir bekommen eben die Fähigkeit Ätherdruckwelle. Eine Druckwelle aus Ätherenergie wird deinen Angreifer zu Boden. Okay. Ätherschaden. Niederschlag des Heels für 2 Sekunden. Okay. Klingt sehr, sehr geil, finde ich. Was meint ihr? Also ich finde es wirklich, dass es sehr geil klingt. Wir können ja mal gucken. Gift- und Säurewiderstand haben wir hier. 30% plus. Das heißt, da ist es halb so wild. Blutungswiderstand 10. Das heißt, da verlieren wir nur 8%. Bekommen aber Ätherwiderstand. Und Durchschlag. Was meint ihr? Wir können das mal so testen, ne? Schaden pro Sekunde. 8000. Oh, verliere ich ernsthaft. 400 Schaden. Damn, really? Oh. Warum? Warum bist du denn jetzt so gemein? Boah, 400 Schaden verlieren wir. Haut mal in die Kommentare. Gut, bis dahin werde ich das, werde ich schon weiter sein. Aber ich bin gespannt, für was ihr euch entschieden hättet. So, wir geben jetzt mal die Quest ab. Titan der Gottbezwinger. Das gefällt mir. Hier können wir auch lang. Oder hier müssen wir sogar lang. So. Ihn gibt's nicht mehr. Even now, his scattered followers are being hunted down and eliminated. The forgotten god will soon be a distant memory. Without a vessel, his powers will wane. And he shall fade into nothingness.
Never again will the people of Cairn have to fear for their lives at the mercy of Korvac's fickle temper and destructive malevolence. Know that the Witch Gods are grateful for your sacrifice, even if they do not thank you in person. Wherever your journey leads next, their eyes will be upon you. So. A prize from the gods themselves. Wir haben jetzt sogar von den Göttern eine Belohnung erhalten. Bei jedem der Kults einmal 1000 Ruf. Sehr cool. Mächtiges Massaker. Och, och, warum? Ebbe für Zweihand-Axt. Okay. Boah, 50% Wahrscheinlichkeit für 240%. Boah. Damn. Himmlische Lotusblüte, eine Blume, die nur im korvanischen Plateau und dessen geheimnisvollen Ruinen vorzufinden ist. Jene, die angeblich von den Göttern berührt wurde, leuchtet durch das... Hä? Okay. Was werden die Kulte jetzt tun? We must ensure that none of Korvac's followers survive what happened here. If belief in Korvac persists, then a spark of his being shall remain. We must snuff it out while we can. Aber ihr sagt ja, der wird nie wieder eine Bedrohung sein. Korvac will never again be a threat of the magnitude we faced this day. That I promise you. Without a vessel to contain his primordial form, his powers will wane. And should he ever hope to return to Cairn, the Witch Gods will see to his demise. But if he is truly forgotten... Korvac sagte, das übernatürliche Reich gehöre ihm. Warum? Do not think to believe the snake tongue of that being. It spreads naught but lies. The Eldritch Realm is the domain of the three. Now and forever. Okay. Wow. Ich guck hier gerade. Die Rache der Verbannten. Mhm. Okay. Das Geschenk einer Mutter. Aber wir haben doch hier irgendwo das Geschenk, um was wir noch abgeben müssen, oder? Wo war denn das? Lange den Anhänger der Mutter. Gib den Anhänger jemanden, der dem er wichtig war. Das möchte ich jetzt mal genauer sehen. Da. Sich an den Toren zum Grab der übernatürlichen Sonne opferte, blieb nur ein Anhänger übrig. Er trägt keinen Namen, scheint aber eine Mutterfigur zu sein. Möglicherweise eine Mutter für jemanden aus... Wenn du die Identität einer solchen Person herausfindest, würde sie sich bestimmt über seine Rückgabe freuen. Ja, meine Lieben, ich glaube, das war tatsächlich der finale Kampf von dem, von der Spielerweiterung Forgotten Gods. Und ja, ich Grab des Ketzers und so, ich denke mal, verschollene Oase. Es wird hier Schulden begleichen. Also wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir haben, denke ich mal, den finalen Kampf hinter uns. Was für ein epischer Kampf, meine Lieben. Ich muss echt sagen, es war mega geil. Ich kann mich noch nicht so wirklich entscheiden wegen dem Punkt hier. Dark Frequenz wird zwar verstärkt, aber das war's dann auch. Der Schaden. Der Schaden ist halt, ne? Fast 400 Punkte. Moment, einmal so. Warum? Ach, wegen Gift und Säurewiderstand. Dann muss ich das gleiche da draufsetzen, dann ist das auch kein Problem. Okay. Aber makaber ist einfach wirklich der Schaden. Und für, wofür? Für 13 Ether Widerstand, Dark Frequenz und eine Ether Druckwelle. Hm.
Überlege ich mir. Aber meine Lieben, das war die... das ist das Ende der Folge. So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem epischen, extrem heftigen Kampf. Schaltet auch in die nächste Folge ein und ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Also, wir sehen uns, meine Lieben.